Die 12 zum Gruß, werte Mitreisende. Ja, wir befinden uns immer noch bei Drakensang am Fluss der Zeit im Schlosskeller. Das Schloss ist von Baron Dajin. Allerdings sind wir gerade einer Gefangenschaft entflohen. In der letzten Folge hat man das gesehen. Und wollen uns jetzt doch mal da drin umschauen. Denn diese Kerkertür mit diesen bissigen Hunden wird wohl was zu bedeuten haben. Damit wir herausfinden können, was es bedeutet, muss allerdings unsere gute Feiris erstmal alle im gesunden Zustand zuführen. Gerade geschehen, perfekt. Dann darf er sich nochmal in der Verteidigung üben. Und ansonsten öffnen wir mal das Tor. Ja, jetzt kommen die Hunde raus. Ließ sich leider nicht vermeiden und deshalb müssen wir den armen Hunden den Garaus machen. Sanyasa! Ja. Und hoffentlich kommen wir da gut durch. Ich habe keine Ahnung, wie stark Kampfhunde wirklich sind. Aber da es gerade keine Erfahrungspunkte gab für das Töten des einen, gehe ich mal davon aus, dass sie nicht wirklich eine besondere Bedrohung darstellen. Sei denn, man versucht sich hier durchzukämpfen, ohne dass man sich ausrüstet. Oh, hätte ich das vorher gewusst. Jetzt habe ich die armen Viecher niedergeprügelt, ohne dass es hätte sein müssen. Hunde sind nicht von Natur aus böse. Naja, nicht alle. Ein paar schon. Jetzt ist natürlich die Frage, wo befindet sich der Wachmann mit dem Schlüssel, den ich brauchen werde, um da entfliehen zu können aus diesem Kerker. Ich weiß es wirklich nicht. Hallo? So, da hinten ist eine Kiste. Da sind unsere Sachen drin gewesen in den vier Kisten. Das hier ist die ominöse Kerkertür, aus der wir raus können. Junge, da geht's ganz schön tief runter. Oben in der Schlucht hat es ganz schön gegeben. Aber schön. Schöne Aussicht, muss man schon sagen. Und er hat recht, da geht's tief runter. Und wir wollen noch weiter hinauf. Die Tür scheint zu nichts weiter als zu diesem Turm dort zu führen. Wir sollten einen Blick hineinwerfen. Der perfekte Ort, um etwas Kostbares vor der Außenwelt zu verschließen. Wie du meinst. Guano, wie du meinst. Das ist die Rechnung für die zerstörten Nester in der Schlucht. Lasst uns diese in unserem Sinne begleichen. So, also, alles was heranfliegt, sollte jetzt mal gebremst werden. Das tun wir möglichst schnell. Was? Und hoffentlich auch effektiv. Stern. Sehr gut, einer von fünf. Ja. Wuchtschlag auf die Hier, die anschlagen. Dann schießen wir noch einen Blitz auf die hier und Pfeile ebenfalls auf die hier. Ja. Und du stich da hinten die an. Sehr schön. Was? Ado, nächster Schlag bitte auf sie. Blitz auf diese Kreatur. Ach, vergiss es. Hat sich erledigt. Ja? Hui! So langsam habe ich Respekt vor diesen Harpien. Diese Verwundungen, die sie da schlagen, die gehen echt schnell. Wenn jetzt noch eine zweite, dritte Welle käme, dann, könnten wir echt Probleme kriegen. So, wir stellen uns einen neuen Jin auf, weil der hat nicht mehr so viele Sekunden.
Und deshalb hätte ich gerne wieder einen frischen Djinn, der uns hilft. Denn einem, der ausgelutscht ist und eigentlich nur noch kurze Zeit sein Dasein fristet. Verschwindet da, Djinn. Ihr werdet mich nie besitzen. Wer seid ihr denn? Oh, Kuano, bist du das etwa? Mora, ich bin hier, um dich zurück nach Havena zu bringen. Du bist die Königin der Diebe. Du hast gewonnen. Wen nennst du hier Königin? Ich bin eine Gefangene des Barons, mein Lieber. Bei Fex, ich dachte, dass mich hier niemand finden wird. Aber du hast es geschafft. Du rettest mich. So Leute, jetzt bin ich aber recht verwirrt. Ich dachte, es geht um einen Wettstreit zwischen den beiden. Dabei geht es um eine Beziehung zwischen den beiden. Ich kenne euch doch. Ihr seid eine Magd in meinem Haushalt. Die neue Magd, die... Ihr seid also Mora. Ihr habt mir die Krone gestohlen. Entschuldigt, werter Herr Graf. Es war alles ganz dumm von mir. Ein Spiel, das außer Kontrolle geraten ist. Dass ihr dennoch zu meiner Rettung eilt, zeigt, was für ein Ehrenmann ihr seid. Ich habe meinen Begleitern erzählt, dass die Augen dieser Diebin heller funkeln als Fexensterne am Nachthimmel. Das wollten sie natürlich selbst sehen, meine Teure. Na gut. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich denke, wie Kuano, solltet auch ihr die Möglichkeit erhalten, den entstandenen Schaden wieder gut zu machen, Mora. Mit dem größten Vergnügen. Doch ich kenne noch nicht jeden eurer Begleiter. Du bist also die Frau, die für so viel Aufregung gesorgt hat. Mein Name ist Venta Crassus. Und ich heiße Phyris. Mir wird nun einiges klarer, wo ich euch sehe. Aber es sind noch viele Fragen offen. Dann will ich euch nun gerne alle Fragen beantworten über das, was mir widerfahren ist. Wieso hast du die Krone für den Baron gestohlen? Der Mann, der mich anwarb, wollte euch, Pfalzgraf, um eine stolze Summe Geldes erpressen. Es winkte eine beträchtliche Belohnung und natürlich der Ruhm der Tat selbst. Ihr habt sicher noch mehr Fragen. Wie wurdest du von der Komplizin zur Gefangenen? Der Piratenüberfall war geplant und auch die Überbringung nach Schloss Nadoret. Danach hat mich Dudgeon hier versteckt, denn Kaltenstein forderte unmissverständlich meinen Tod. Wenn deine Rettung nicht nur seiner Gier entspringen würde, müsste man ihm ja fast dankbar dafür sein. Wobei er sicherlich auf eine Gegenleistung für seine Gnade spekuliert hat. Ihr habt sicher noch mehr Fragen. Fragen können wir später noch beantworten. Die wichtigste Frage ist wohl, ob ihr wisst, wo sich die Krone jetzt befindet. Ich habe gesehen, dass sie in der Schatzkammer aufbewahrt wird. Das war, als der Baron mich einmal des Nachts dorthin führte, um mir seine Schmuckstücke zu zeigen. Zeigt uns, wie wir dorthin gelangen können. Ich muss die Krone wiedererlangen, bevor es zu spät ist. Der versteckte Zugang zur Schatzkammer befindet sich unten im Kerker. Bitte nach euch. Yay! Mora ist befreit und gerettet. Und wir haben sie dabei. Wir können sie aber nicht auswählen und ausrüsten. Das heißt, sie sollte sich im Kampf möglichst weit hinten und möglichst fern von jeder Gefahr aufhalten. Denn sonst bekommen wir Probleme. Halt! So leicht kommt ihr nicht davon. Wer immer ihr auch sein mögt, eure Pläne sind enthüllt. Doch, ihr sollt uns nicht umsonst getäuscht haben. Nun soll es ein Kampf auf Leben und Tod sein. Verteidigt euch. Ich hab's geahnt. Gut, wie können wir da am besten Schaden austeilen? Zuerst mal... Weiche! Bremsen wir ihn. Ja. Möglichst schnell. Möglichst effektiv. Attacke! Wie stark ist er eigentlich? Ja, gut, das sollte reichen.
Und sie sollte auch gestoppt werden. Okay, Söldner sind hier vorne. Ja. Ado. Du bist fast mit ihm durch. Dann können wir Blitze auf... Wo ist sie? Die Meisterin des Bogens werfen. Fyris verteidigt sich selbst und Guano verteidigt Fyris. Ado tötet die Söldnerin. Mit etwas Glück, wirklich. So, wen haben wir noch? Ja. Guano, du könntest jetzt noch mal die Sterne werfen, am besten hier drauf. Ei. Fyris, du beschießt am besten da drüben den. Weiche. Ja. Hier versuchen wir noch mal einen Wuchtschlag und hier schießen wir noch mal einen Blitz auf den Söldner. Ich glaube, der Rest des Kampfes ist Formsache. Ja. Ausgezeichnet. Dann schauen wir mal nach der Ausrüstung der Ritter. Die können ja wenigstens was Wertvolles dabei haben. Verzierte Plattenstiefel. Sehr gut. Die wirst du kriegen. Und Waffenbalsam. Und die Dame am Bogen, ja? Das ist Fyris Aufgabe. Giftbeutel. Ja, okay. Giftbeutel. Sehr nett. Nicht unbedingt das Wichtigste, aber nett. Ei? Ah, heilen wir noch schnell den Quano. Was machen wir jetzt? Etwas Sold kassieren. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich brauche den Sold hier überhaupt nicht mehr. Ich habe eigentlich das gekauft, was ich kaufen wollte. Wahrscheinlich führt sie uns jetzt zu den Hundebestien, die wir schon besiegt haben. Wäre echt witzig. Okay. Ja, genau. Hier ist der Durchgang. Dafür waren die Hunde da, den Durchgang zu bewachen. Fast schon vorhersehbar. Oh, da bin ich jetzt gespannt, was für ein... Ja, was für eine Falle, beziehungsweise was für ein Endgegner hier vielleicht warten könnte. Nadine persönlich? Sagte ihr nicht, dass es hier zur Schatzkammer geht, Mora? Bevor der Baron mich dort hineinführte, hat er noch etwas gemacht. Ich konnte es leider nicht genau beobachten. So einen Mechanismus sehe ich zum ersten Mal. Und ich habe schon einige Schlösser in meinem Leben gesehen. Eine komplizierte Tür, um Besitz zu verschließen? Das hat sich bestimmt ein Zwerg ausgedacht. Der Baron mag keine Zwerge. Aber ein Verächter ihrer Handwerkskunst ist er nicht, wie man sieht. Ihr habt wirklich nicht gesehen, was der Baron hier gemacht hat? Nicht genau. Ich bin mir nicht sicher. Aber ihr schafft es doch. Aber sicher. Lasst mal den Meister ran. Ich kann jedes Schloss knacken. Das Symbol in der Mitte wird nicht umsonst dort sein. Das ist sicher eine Art Anweisung, wie die anderen Teile zusammen aussehen sollen. Ja, dann, Gut. Ich mach das. Aber es ist okay. Aha, also. Kreis mit einem Dreieck. Das ist der Hinweis scheinbar.
Schon erledigt. Wenn ich das wieder wegmache, kann ich da was anderes anklicken? Da unten. Wird gemacht. Ich mache es. Aha. Der wird falsch. Ich mache es. Okay. Das ist ein Strich vom Dreieck. Oh weh. Du weißt, wo es hingeht. Zwei Teile sehen mir sehr richtig aus. Gut. Ich mache es. Wird gemacht. Schon erledigt. Aber sicher. Das ist falsch. Das hier ist falsch. Aber sicher. Das sieht auch nicht richtig aus. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich richtig. Vorher sah es irgendwie richtiger aus. Schon erledigt. Wird gemacht. Aber sicher. Okay, da haben wir einen Tipp gekriegt, das ist richtig. Gut. Das ist doppelt. Wird gemacht. Gut. So, ist eher das hier richtig. Schon erledigt. Aber sicher. Boah. Ich bin hier ein wenig überfragt. Wird gemacht. Ich glaube, ich habe die Lösung. Na, soll ich euch helfen? Soll ich vielleicht mal probieren? Warum bietet ihr das erst jetzt an, Mora? Ich hoffe doch sehr, dass ihr uns nicht hinhaltet. Es war doch nur ein gut gemeintes Angebot. Ich wollte euch nicht dieser Herausforderung und Erfahrung berauben. Was meint ihr? Ich schaffe das. Wie ihr wollt. Ich bin gespannt. Ja, also die Herausforderung möchte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So. Okay, wir haben hier den Bogen, da geht er weiter, da geht er weiter, dann haben wir hier die Striche. Das hier ist falsch. Das ist falsch. So. Naja, mache ich es mal auf die altbewährte Weise und probiere mal die ganzen Dinger durch. Mein optisches Wahrnehmungsvermögen scheint hier echt überfordert zu sein. So, 4, dann darf das 1 weiter. 1, 2, 3, 4. Darf das 1 weiter. Es ist hier eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten dabei, also sollte das irgendwann möglich sein. So, 1, 2, 3. Ich sehe also wirklich nicht, wo da das hinführen soll. Hier, damit sind wir soweit durch. Okay, wenn man so will, haben wir hier oben den Bogen. Der hier ist definitiv falsch. Der unten auch. Da habe ich den Rest und den, okay. So, dann habe ich... das hier habe ich.
das hier habe ich. Und da oben den Bogen habe ich. Dann habe ich hier den Bereich. Dann müsste der hier sich noch auf jeden Fall drehen. Jetzt hör auf, Mora. Ich bin ja dabei. Gibt es den größer oder mehr abdeckend? Das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Das hier scheint der einzig Richtige zu sein. Na gut, Mora, du darfst. Bevor wir hier wirklich ewig rumrätseln, versuch's doch mal. Ich mach das schon. Verlasst euch drauf. Mal sehen. Nicht umsonst mache ich Guano Konkurrenz. Ich habe auch meine Fähigkeiten. Und ich bin sicher, er weiß das auch. So, hier noch einmal drehen. Einen Augenblick noch. Tada! Aha. Verehrte Herrschaften, die Schatzkammer des Barons. Also, wer betrügen will, merkt sich schnell die Kombination und kann dann nochmal laden und gespeicherten Spielstand davor laden. Und schon lässt er sich selbst hier rein. Ist sie nicht? Dajin muss sie bei sich tragen. Vielleicht trägt mir Mora. Als ich hier war, lag sie noch da. Die Krone. Aber Dajin sprach von einer Übergabe, die schon bald stattfinden sollte. Übergabe an wen? Er sagte, dass die Krone an einen gewissen Answin von Rabenmund gehen soll. Der wahre Kaiser, der das Reich zu alter Größe zurückführen wird. Was verspricht sich der Baron von diesem Verrat? Er erhofft sich Unterstützung, wenn er seinerseits Rabenmund bei einem möglichen Putsch gegen Kaiser Hall unterstützt. Er hat sogar eine Statue für ihn anfertigen lassen, um sich bei ihm anzubiedern. Rabenmund! Wenn der Neffe des Kaisers Anspruch auf die Krone erhebt, während er sie in den Händen hält, das darf nicht geschehen. Woher kam eigentlich das Supplikat der Krone? Ich glaube, von Rabenmund. Dieser Kaltenstein brachte es dem Baron, der es mir gab, um den Diebstahl so lange zu verschleiern, bis sie losschlagen wollten. Wenn ich nicht versucht hätte, die Krone vor dir zu stehlen, Mora, dann wäre dieser Plan wohl auch gelungen. Aber stell dir mein Gesicht vor, als ich erkannte, was ich da in den Händen hielt. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Dajin hat die Krone sicher nach unserem Zusammentreffen an sich genommen. Wir müssen versuchen, ihn im Schloss ausfindig zu machen, ohne... Was ist das für ein Geräusch? Uns ist der Rückweg abgeschnitten. So langsam habe ich die Spielchen satt. Mora, was hat das zu bedeuten? Woher soll ich das wissen? Die Tür ging von alleine zu. Und von diesem Geheimgang weiß ich genauso viel wie ihr. Nämlich gar nichts. Was tun wir jetzt? Uns bleibt nur der Weg voran. Auch wenn es eine Falle sein sollte. Es spricht wahrer Heldenmut aus dir, mein Freund. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu wissen. Machen wir uns bereit für den Kampf und holen Sie uns endlich zurück, die Raoulskrone. Bei Fex. Hoffen wir, der Listige hat uns mit Absicht diesen einen Weg gewiesen. Okay. Unser Djinn ist gleich hinüber. Wir können uns hier nur noch ein letztes Mal umschauen. Aha, noch eine versteckte Truhe. Komm, Guano, das ist deine Aufgabe. Truhen und Schätze und so weiter. Da kennst du dich bestens mit aus. Gut. Du
Dukaten, Amulette und Ringe. Das ist zumindest wertvoll. Ja, genau. Gib ist der Feiris, die hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja. So, Feiris, gib's gleich mal weiter. Dann kann nämlich der Venter nachschauen, was für Schmuckstücke wir da haben. Amulett des Mutes. Okay. Konstitution. Ja, auch okay. Nicht die Welt. Ja. Was? Den Ring noch bitte. Ring der Gewandtheit. Gewandtheit plus 1. Ja. Dann. Warum hast du eigentlich keine Ringe an? Guano? Ah, da hast du deine Ringe. So, viel besser. Dann schauen wir uns mal noch schnell um. Die Tür ist zu, da hinten waren wir schon. Dann gibt es nur noch diese beiden Truhen hier vorne. Ja, aber sicher. Beschlagene Lederhosen, Beinlinge plus 4. Ja. Na super. Panzerschienen. Panzerschuhe, Panzerhandschuhe, Panzerschulterplatten. Na gut, das bleibt alles drin. Und Guano, letzte Kiste. Gut. Heiltrank, Zaubertrank, Klugheits-, Intuitions-, Elixier, Rufgewand. Ich weiß gar nicht, warum ich das mitschleppen sollte. Egal. Lassen wir mal weg. Ja? Du wolltest dich noch ganz kurz aufbessern. Waffe schleifen. Beinschienen, Beinlinge. Okay. Verzierte Plattenstiefel. Können wir auch endlich mal einziehen. Ja. Zaubertränke gehen an ihn. Ring der Gewandtheit. Wer hat noch nicht genug Ringe? Ja. Hat eigentlich jeder die Ringe, die er haben soll. Behaupte ich jetzt ganz dreist und frech. Okay, was uns da oben erwartet, werden wir feststellen in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.